Nicht weit vor den Toren Wiens wird aus vollem Herzen die Leidenschaft für amerikanische Muscle Cars gelebt. Aus drei Flugzeughangars wurden die Hot Rod Hangars, mit Inhalten, die den Puls der US-Car-Fans ansteigen lassen. Hier stehen originalgetreu restaurierte Legenden, vom Plymouth Roadrunner 400 Magnum mit Roadrunner-Cartoons bis hin zum 400 PS starken Pontiac GTO mit dem Beinamen The Judge. Jedes Detail wurde in absoluter Präzision nachgefertigt. Ehemalige Aufkleber sind in Perfektion mit der Airbrush nachgezeichnet. Kein Wunder, denn die treibende Kraft des Hot Rod Hangars sind gleich drei Experten. Airbrush-Künstler Knut Thieroch, der mit seiner Kunst auch schon Arnold Schwarzenegger und die Jungs von ZZ Top begeisterte. Der Knut ist einer der erfolgreichsten und renommiertesten Airbrusher der Welt, hat für Schwarzenegger geholt, hat ZZ Top für all solche Leute Motorräder designt oder eben Autos gebrusht. Macht Helmdesigns, malt Bilder, lackiert den gesamten Fuhrpark des Formel-1-Teams Toro Rosso. Christian Clerici, TV-Moderator, Ironman und autonah mit Rennsportambitionen. Zur Oldtimerei kommt man, glaube ich, wenn man aufwächst und von zu Hause aus gewisse Sehnsüchte nach Autos geschürt bekommt. Das war in meinem Fall so, dass mein Stiefvater immer sehr engagiert Auto gefahren ist, zum Leidwesen meiner Mutter. Mir hat das als Kind furchtbar Spaß gemacht, auf der Rücksitzbank zu sitzen und das Gefühl zu haben, dass mein Daddy eigentlich ein Rennfahrer ist. Früher hat das im Straßenverkehr auch noch mehr Sinn gemacht. Da waren die Autos zum Unterschied von heute lebendiger und eigenwilliger. Also nach meinem Abitur habe ich dann ein Jahr lang in einer Alfa Romeo Werkstätte gelernt, weil ich ursprünglich Automechaniker werden wollte. Und heute sind für mich Oldtimer in gewisser Weise die letzte Möglichkeit, eine Art von Seelenfrieden auf der Straße zu finden, weil für mich Autofahren und in Bewegung sein eine viel größere Dimension hat, als einfach nur von A nach B zu kommen. Dominik Thieroch, einst jüngster Formel BMW Staats- und Vizemeister. Von dem Muscle Car her ist natürlich die History ein Wahnsinn, wo man sagt, okay, die haben damals auch schon einiges erlebt auf der Straße. Und wenn man das in der heutigen Zeit umsetzen kann, wenn man die Möglichkeiten hat, ist natürlich ein Traum, das nochmal nachzuvollziehen. Das ist eigentlich die Passion von den Fahrzeugen, ja, und von mir. Also der Hot Rod Hangar ist an und für sich eine, lass uns einmal sagen, eine Institution, in der verschiedene Geister und kreative Typen aufeinandertreten, die zum Beispiel aus der Kunst kommen, aus der Fernsehgeschichte, aus dem Rennfahren und zusammen bauen die so einen Lifestyle um sich herum auf, der das Ganze, den ganzen Spirit von dem Hot Rod Hangar auch begleitet. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Muscle Cars, ein bisschen mit dem 70ers Lifestyle, Hot Rods und Customs. Und das ist auch das, was wir sammeln. Ich selbst male in erster Linie, das ist auch meine Haupttätigkeit. Und sobald ich frei habe oder mir ein bisschen Freizeit nehme, fange ich an, meine Muscle Cars zu restaurieren. Mein Sohn, der Dominik, hat sich spezialisiert auf Driftfahren. Die mittlerweile von Japan Autos importieren und die auch herrichten. Machen wir wieder zusammen, dass wir da ein Design wieder draufbringen. Und
immer wieder zwischendurch bauen wir einen Hot Rod auf oder machen irgendeinen Custom, zu dem wir dann zu Shows fahren. Und unser Christian hat sich mittlerweile jetzt auch seinen ersten Muscle Car hergerichtet, über den kann er dann auch noch was sagen. Das ist genau. Im Prinzip jetzt so das Ganze, was da herum passiert. Hauptaugenmerk bei den Autos ist sicher jetzt einmal, dass es starke Modelle sind. Ganz wichtig ist immer dieses High-End von einem Modell zu erwischen. Das heißt, sei es ein Muscle Car, muss es sein der stärkste Motor, der verbaut worden ist, oder einer der stärksten Motoren, coolste Karosserie, das richtige Baujahr zu finden. Sei es ein Wagen aus der japanischen, sage ich jetzt einmal, Muscle Car Szene, die es ja auch gibt und die existiert, müsste es sein etwas, was einen Turbolader drinnen hat, was sehr aggressiv anspricht im Driftverhalten, von der Karosserie her eine Seltenheit ist, ganz wichtig. Auch hier gibt es Baujahre, die wir mittlerweile auch suchen und finden, die auch schon Klassiker geworden sind oder the most wanted, wenn man so dazu sagt. Und dann gibt es die Hot Rod Szene, da suchen wir einfach alte Kisten, wo wir sagen, die Karosserie entspricht dem, was wir daraus machen wollen, nämlich zusammenschneiden in der Höhe, in der Breite, in der Tiefe, in der Länge, und wir machen daraus einen Hot Rod. Meistens irgendeine Karosserie, die dem Auge harmonisch gefällt, speziell wenn dann das Dach gejobbt ist und vorne kommt ein mörderisch böser Motor rein, um das Ganze dann nicht auf der Straße halten zu können. Ne? Ganz wichtig. Ja, wie wir drei zusammenkommen sollen, also den Dominik, den habe ich mir gemacht. Ne? Das ist also eine ganz einfache Geschichte. Man kann sich ja, hat einen riesen Vorteil, man kann sich einen Sohn machen und dann sagt man einfach, jetzt bin ich mit ihm zusammengekommen, da kommt man den, also erst kommt man mit der Mutter zusammen und dann halt meistens mit dem Sohn. Und der Christian ist dann ein bisschen später zu uns gestoßen. Später gemacht worden, natürlich auch von einem Macher, aber ist dann später zu uns gestoßen. Und den haben wir im Großen und Ganzen infiziert, wie man es halt macht bei einer Krankheit. Und wie die Krankheit bei ihm dann ausgebrochen ist, das Muscle Car Fever, wir nennen das auch das Dodge Fever, das hat es ja auch gegeben in den 70ern. Wie das dann in ihm vorher reingefahren ist, war er dann einer von der Gruppe. Das erste Muscle Car, das ich eigenständig importiert habe, war der Challenger da drüben, 73er Rallye Challenger. Und das hat damals so funktioniert, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte. Und sicherheitshalber den Knut angerufen und gesagt, du, Texas Toybox. Knut hat gesagt, ja, das ist ein Händler, der habe ich auch schon gekauft, den kannst du nehmen. Und dann habe ich auf eigene Faust so einen Challenger aus Amerika importiert. Und der ist dann eines Tages hier angekommen. Der Dominik und ich haben den aus dem Container rausgeholt und haben gleich einmal, nachdem wir ja wussten, dass wir den auf Rennauto umbauen, eine letzte Farewell-Tour mit dem Auto da gleich um die Ecke irgendwie auf der Weinstraße gemacht. Es ist irrsinnig gut gegangen, das Auto, bis uns dann die Lenksäule abgerissen ist. Mhm. Gott sei Dank auf einem geraden Stück, ja, wo nichts mehr passieren konnte. Das war mein erstes Muscle Car. Gemeinsam schaffen die drei vom Hot Rod Hangar immer wieder einzigartige Projekte. 2008 restaurierten sie einen Barracuda, um damit am Histocup teilzunehmen. Mit dem jüngsten Projekt geht man im Hot Rod Hangar neue Wege. Ein japanischer Muscle Car, ein Nissan 180SX RPS 13, wird als kampffähiger Driftcar zu neuem Leben erweckt. Ein Neoklassiker, der äußerst selten ist. Ich habe das Auto gefunden, was natürlich irgendwo Glück war, weil wir haben beschlossen, wir besorgen für dieses Festool-Projekt eine Nissan Silvia. Dominik hat gesagt, das ist ein Auto, das in unserem Bestand eine gute Figur machen würde. Dann haben wir zwei, drei ausgesucht, haben aber aufgrund von verschiedenen Schwierigkeiten die aus Japan nicht bekommen. Und dann ist mir der im Internet über den Weg gelaufen. Und dann habe ich die beiden Burschen angerufen und habe gesagt, ist das ein Auto für uns? Und der Dominik hat gesagt, kauf dieses Auto sofort. Knut Tierhoch stellte kürzlich das exklusive Design The Last Samurai vor, das er für Festool entworfen hat. Dieses Projekt ist eine Zusammenarbeit, die wir mit Festool zusammen machen. Das heißt, da geht es also darum, dass wir auch ein bisschen die Firma Festool mittransportieren. Wir werden mit diesem Auto, also der Dominik wird mit diesem Auto Drift fahren und wir werden das Auto über ein, zwei Jahre richtig promoten. Also Driften, Shows und Ausstellungen, Autotreffen von Gleichgesinnten. Das Fahrzeug selbst wird komplett designlackiert, links, rechts, seitlich, Airbrush-Look,
Und der Name des Fahrzeuges wird sein The Last Samurai. Also der letzte Krieger, der steht. Das hoffen wir natürlich auch bei dem Fahrzeug. Das Design des Fahrzeugs wird natürlich in einer gewissen Weise ein bisschen aggressiver aufgebaut. Das heißt, seitlich links, rechts ein alter Samurai-Krieger. Alles schön grün in grün. Da wir natürlich die Farbe Festool mittransportieren und mit dem Schriftzug hinten. Vorne Motorhaube ganz groß, unser eigens gemachtes Driftemblem für diese Serie, für diese Geschichte. Ein paar Streifen über die Karosserie drüber. Leichte Patinierungen in Perlmutt-Techniken. Grundfarbe blau-schwarz. Patinierung hat was mit Farbe zu tun, oder ist das Patisserie? Mir läuft immer das Wasser im Mund zusammen. Kannst du noch einmal Patinierung sagen? Patiniere hat natürlich mit Farbe zu tun, ist ja ganz klar. Nicht? Aber er denkt dabei an Cremeschnitten, aber das ist es ja nicht. Es geht eigentlich nur darum, dass wir da ein bisschen Effekte rausholen, die dann unter dem Klarlack rauskommen, und das wird dann ganz wunderbar ausschauen im Licht. Die Vorbereitungen zu diesem Projekt sind mittlerweile zu Gange. Oldtimer TV wird regelmäßig von der Entstehung dieses Kunstwerks berichten.